Oh, wir haben keine. Guck mal, Alter, er macht sein eigenes Dings fertig. Zu viel Fettsack, Alter. Sehr schön. Und einmal kurz nachstechen. Holen wir die Boote und ziehen wir weiter. Was denn? Ich wollte das. Hä? Ach du Scheiße. Bisschen oft gespeichert. Aber egal. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Sam! Ich bin der Schnellste. Ich folge den Nazgul. Es ist meine Schuld. Die Ringgeister haben Sam für mich gehalten. Ich muss ihm helfen. Nein, Frodo! Wir müssen die Kreatur ablenken, während sie unseren Kameraden retten. Baruk Khazad, in den Kampf! Ah, das ist der Armonen. Ah, okay. Mal kurz speichern. So, wo muss ich überhaupt lang? Da lang? Mal einfach mal, ne? Zack! Och ja, Frodo, ey, du willst mir jetzt helfen? Nicht im Ernst, ey. Zack, Buttermacht und Wolf. Aber ohne Spaß, wie schnell das jetzt geht, einen niederzukloppen, ja. Das ist ja unnormal. Aber gut, besser für mich. Okay, befindet sich gar kein Gegner, aber ein bisschen Brot. Immer schön dünner Brot, ne? Mit Schaf, ohne Schaf. What the hell, Alter. Jetzt muss ich aber mal kurz mal gucken. Aber eigentlich sollte es kein Problem sein. Fuck, die Wand an, Alter. Und gib mir doch den Gnadenstoß. Boah, kann er das nicht. Okay, ich muss mal kurz einmal ein bisschen Brot essen wieder. So. Dann machen wir noch unser Feuerding fertig. Ist einfach so eine Insel, ne? Das ist überhaupt gar kein wie im Film. Warte, warte, warte. Oh fuck. Da hat er mich getroffen, dann nochmal. Hä? Geht doch. Was? Was, Alter? So! Jetzt war ich aber gefickt. Jetzt kann ich nicht mehr hier hoch. Wollt ihr mich verarschen? Da müssen wir jetzt auch wieder klug vorgehen. Warte, warte. Scheiße, meine Maus. Meine Maus! Uah. Boah, komm, die werden wir doch wegsnacken können, oder? Das ist doch unnormal, Alter. Boah, wie viel die aushalten. Ah, komm, Jungs. Oh, da haben sie mich erwischt. Noch einen haben wir. Boah, komm, Alter, der wird doch jetzt. Sehr schön. Speichern. Nochmal ein paar Brote essen. Da unten war noch ein Brot. Oder? Habe ich da jetzt falsch geguckt? Ne, da war... Ach, zwei sogar noch. Sehr schön. So, wo müssen wir jetzt lang? Ah, da hoch bestimmt, ne? Machen wir einfach. Jetzt.
Ich wette mit dir. Mit euch. Da kommt bestimmt ein Höhlentroll. Sicher, ey. 3 Stück, ey, auf einmal. Ja gut, fast. Auf einmal. Fuck, Frodo, Alter, was machst du denn? Willst du mich verarschen? Zack, geht doch. Los, weiter, komm, Frodo. Wir haben es fast geschafft. Wir müssen Zahn retten, ey, der Nazgul. Das ist natürlich, ey, Hunde, die hasse ich ja wie die Pest, ey. Jetzt noch den da oben wegsnacken. Und... Zack, Headshot. Frodo, bist du im Weg gewesen. Sehr schön. Wo muss ich denn jetzt lang? Okay, gucken wir mal kurz, ob ich hierher kann. Aber ich glaube, ne, wir müssen daher. Oh, nochmal speichern. Ist das geil, ey. Das Aragorn, ach, Aragorn, sei schon Legolas. Sehr schön. Okay, wir müssen weiter. Och nö. Nicht schon wieder, ey. Was soll der Mist? Da haben sie ein bisschen, finde ich jetzt, also ein paar zu viele reingebracht von denen. Weißt du, die anderen sind noch viel geiler, die anderen Gegner noch. Also die Urukais hat man so selten jetzt gesehen. Geht doch. Müssen wir jetzt da lang? Schau einfach mal. Nee. Ah, ich muss mich ganz kurz... Mal kurz einmal stoppen. Warten. Warte mal kurz, ne? So. Musst du mich einmal... Ey, der Unspaß, der Stuhl. Ich muss mir unbedingt einen neuen holen. Boah, der fickt meinen Arsch sowas von. Oh, da haben wir was Leckeres. Lembath. Lembath-Brot, ne? Weiß gar nicht, wo ist denn eigentlich... Ah, okay. Frodo, noch mehr Frodo. Ich halte die Orks auf. Klettert auf den Gipfel. Ich folge, wenn ich kann. Ja, sicher. Ja. Ne, da muss ich gar nicht her. Scheiße, ja, wo soll ich denn jetzt lang? Da? Speicher kurz, ey. Da hab ich keinen Bock drauf. Weil gegen diese ankommen, mal ganz ehrlich, ey, wie soll ich das denn schaffen, ey? Ich laufe jetzt einfach nach oben, ey. Das schaffe ich sowieso nicht gegen die, ey. Warte mal. Speichern. Lass mal versuchen. Kann es sein, dass weil die so klein sind? Nee, doch nicht. Aber wie lange ich brauche? Mal ganz ehrlich. Okay, doch, man schafft es. Und ich muss es ja auch euch auch zeigen. Komm. Sehr schön. Ich hab's doch geschafft. Das Problem ist, jetzt kommen ja alles. Alles kommt ja jetzt hier. Aber das schaffe ich nicht. Nee, never.
Guck mal, wie viele da sind. Mein Gott, ey, komm, ich laufe lieber da oben. Die würde ich doch niemals... Ja, sicher. Lass mich mal bitte durch. So. Scheiße. Oh, da sind schon Legolas und Gimli. Ach so, jetzt... Ah, so ist der... Läuft das hier. Jetzt muss ich als Aragorn noch da selber mit hochlaufen. Ja gut, jetzt kann ich sie wegsnacken. Jetzt ist kein Problem, ey. Mit dem, da scheiß ich drauf, ey. Aber mal sowas von gewaltig. Komm, das werden wir jetzt wohl schaffen, oder? Mein Gott! Guck, einer ist weg. Guck mal hier. Liegen die? Das finde ich natürlich, wie gesagt, richtig geil. Boah, wie ich hier abgehe. Also finde ich jetzt für das Spiel, ey. Bessere Kombos hatten die doch früher nicht, zu der Zeit, wo das Spiel rauskam. Wir haben es auf jeden Fall nicht versucht, ey. Gut, habe ich alles gesehen. Den weg. Dann mal kurz gucken, ein paar Brote essen, ein bisschen speichern. Brote essen, speichern, das ist halt die Hauptaufgabe hier in dem Spiel. So, ist auch weg. Ich glaube, das brauche ich sogar am besten, ne? So. Was ich hier so finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch ein Endgegner gleich ist, noch der Drache, das weiß ich jetzt nicht mehr. Guck, ich in seinen Kopf reingeschossen hab. Boah, Alter, wie das hier abgeht. Sehr schön. Jetzt nochmal mein Leben auffrischen. Speichern. Dann geht's noch weiter nach oben. Wow, haben wir aber noch ein bisschen. Auch besiegt. Oh, wir sind auch oben. Abgeschlossen, rettet Sam. Soll sich der Ringträger in Sicherheit bringen. Andoriels Stunde schlägt. Ach du Scheiße. Ich wusste es. Och, Menno. Hier irgendwas machen? Na ja, komm, ich geh nochmal nach unten. Ah, so kämpft man, Alter. So nicht anders. Ich weiß halt nicht. Das geflügelte Ross erlahmt. Du solltest jetzt gehen, Frodo, solange du noch kannst. Ich überlasse dich nicht in Nazgul. Oh ja. Achtung, es kommt zurück. Okay. Aber es fliegt jetzt auf jeden Fall. Einfach mal, so weit es geht. What? Ne. Alter Vater, Alter, wie geht das denn hier? Wie soll ich den denn besiegen? Fuck, die wandern alle.
Okay. Ja, sicher, ey. Okay, der Stuhl brennt grünlich irgendwie, also echt geile Farbenpracht. Wo ist er denn? Meine Güte, ey, wie lange das... Wie lange braucht man denn dafür, ey? Du weißt auch nicht, wo der herkommt, ne? Jetzt geh ich nochmal weg. Ja. Boah, wie der mich weggesnackt hat, Alter. Ich bin tot. Nein. Das gibt's nicht. Okay. Nee, ne? Oh. Fuck off, ey. Warum hab ich denn nicht gespeichert da oben, ey? Scheiß die Wand an, Alter. Warum hab ich denn nicht gespeichert? Och, Kinnas, ey. Okay. Soll sich der Ringträger in Sicherheit... Okay, komm, Alter. Werden jetzt nicht so schwer sein, oder? Hä? Geht doch. Das geflügelte Ross. Das geflügelte Ross geht alleine weg. Das Speichern. Ich komm jetzt lieber hier oben. Okay, also. Wenn er fliegt, ja. Ich treffe den so nicht. Nur ich weiß aber auch nicht, ey. Fuck, oh, wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Okay, ich muss echt übelst öfter speichern. Was bringt nichts, wenn ich jetzt mit Pfeile. Warum spuckt der denn nicht nach mir? Okay. Los, Legolas! Ja! Geht doch. Die Gemeinschaft des Ringes hat triumphiert. Sie hat den fliegenden Ringgeist besiegt. Wohlbehalten brachte sie Frodo bis zur Grenze von Mordor. Die Gemeinschaft blieb siegreich. Doch sehe ich den Ringträger allein das dunkle Land durchqueren. Doch nicht ganz allein. Das war's mit dem Spiel. Entwickelt von Surreal Software Inc. Projektleiter Alan Padmore. Ja, wie gesagt, das war's. Das war Herr der Ringe. Der Herr der Ringe. Die Gefährten. Ja, einfach geiles Spiel. Ich find's geil, das Spiel. Also, gut. Es kann vielleicht welche von euch sein, die sagen, boah, ist das scheiße, ey. Das sieht erstmal scheiße aus, die Grafik, der Sound ist gar nicht, die lizenzierte Musik mit drin, die Sprache, also halt das Synchrone ist gar nicht mit drin und dies, das.
Aber ganz ehrlich, das ist auch nicht nach dem Film nachempfunden, sondern nach den Büchern, sagte mir mein Bruder, weil er kennt sich ja mit Herr der Ringe so ein bisschen aus. Ich dachte auch am Anfang erst, dachte mir so, oh, was ist das für ein Spiel, ey. Hat aber Spaß gemacht, wie gesagt, wo ich es mir das erste Mal gezockt habe. Ja, da war es mir eigentlich egal, ob die Frodo, der Frodo oder Galadriel oder so und so aussah und nicht so wie im Film, weil es halt wirklich nach dem Buch empfunden ist und, ja, Tom Bombadil zum Beispiel kam ja auch nur im Buch vor und ja auch nicht im Spiel, oder so ein paar Sachen. Und wie gesagt, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen. Hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Auch wenn es jetzt nicht so lange gedauert hat, das Thema. Ich bin selber so ein bisschen verdutzt, aber gut, so ist es halt. Ja, morgen wird ein neues Thema folgen. Ich werde mal gucken, so in meinem Regal, was ich noch so an Schätzen habe vielleicht. Mal gucken, ich weiß selber nicht. Und bis dahin würde ich sagen, Dankeschön nochmal fürs Zuschauen bei der Herr der Ringe, die Gefährten mit Mingo Viva. Und guckt die anderen Let's Plays an von uns. Dead Space 3, Star Wars Jedi Knight. Was gibt's noch? Minecraft Survival, genau, together von uns beiden. Ja, und von mir halt ein neues Thema dann morgen. Ich freue mich schon auf euch, wenn ihr wieder einschaltet bei GamesTalk TV. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und euch noch, natürlich noch einen schönen Tag. Tschüss!